Lilo, heute ein kurzer Tipp. Ich habe mal wieder etwas für mich entdeckt. Und zwar ein Netzwerkdateisystem oder Netzwerkfreigabe, die ich bisher noch nicht benutzt habe. Und die wollen wir uns mal anschauen, ne? Habe ich mal auf meinem NAS-Laufwerk aktiviert. FreeNAS, ne? Hatte ich mal ein Video dazu gemacht, FreeNAS. Und zwar habe ich da drauf jetzt diese Freigabe, die Freigabe NFS. NFS, wenn ihr nicht wisst, was es ist, habe ich hier nachgelesen. Network File System ist eigentlich streng genommen nicht besonders sicher, weil man eigentlich zum Zugriff zum Beispiel auf mein NAS-Laufwerk dann eigentlich nur der Benutzername und die User-ID stimmen muss. Zum Beispiel hier kann ich mal bearbeiten, was ich da so eingestellt habe. Und zwar sieht das so aus. Sieht das so aus. Ich habe hier eine Freigabe auf meinem NAS-Laufwerk, ne? Network Attached Storage. Das ist ein Rechner, der steht irgendwo im Netz. Da ist eine Freigabe drauf für The Rackrunner. Gut, jetzt habe ich gesagt, das Netzwerk ist autorisiert, unser lokales Netzwerk. Und diese IP-Adressen, also zum Beispiel mein Rechner, bezieht per DHCP eine dieser IP-Adressen regelmäßig, hat keine feste. Also die IP-Adressen sind berechtigt und pauschalerweise habe ich mich mal hier berechtigt zugeordnet. Und dann muss eigentlich nur noch die User-ID stimmen. Ja, also der Benutzer, The Rackrunner, der hat eine Benutzer-ID. Und diese Benutzer-ID ist eigentlich bei Ubuntu, wenn man es installiert, also auf dem normalen PC, bin ich hier ein Benutzer. Und dann habe ich die User-ID 1001. So. Dann werde ich irgendwann darauf zugreifen. Was brauche ich als erstes? Ist in einem Wiki-Schirm beschrieben. Ihr braucht einmalig erstmal das installieren, ne? Sudo apt-get install nfs common. Haben wir das installiert? Machen wir als nächstes Folgendes. Ich bin dann ins Verzeichnis Media gewechselt, in Verzeichnis Media, und habe mir ein Verzeichnis NAS angelegt, ne? Network Attached Storage, ne? Ihr könnt irgendeinen anderen Ordnernamen nehmen. Ich habe mit sudo, ja, mkdir nas mir da einen Ordner angelegt, in mein Verzeichnis, ja, im Verzeichnis Media. Das brauchen wir zum Einhängen dieses Dateisystems. Haben wir das einmal erledigt, können wir das so nutzen, ne? Das brauchen wir dann nicht nochmal machen. Was wir dann immer wieder machen müssten, wäre dann einen Mount-Befehl ausführen, auch wieder mit Root-Rechten. Gut, mein NAS-Laufwerk hat die IP-Adresse in meinem lokalen Netzwerk 192.168.254. Bei euch wird das eine andere IP-Adresse sein. Das wird dann gemountet, ne? Gemountet, eingehängt in mein Dateisystem. Seht ihr, habe ich hier schon mal gemacht, ne? Und zwar dann Doppelpunkt und dann die Freigabe auf dem NAS-Laufwerk. Das ist jetzt hier in diesem Beispiel mein FreeNAS. Genau diese Freigabe. Mount Array 1 Rackrunner. Wenn das bei euch was anderes ist, was anderes einstellen. So, haben wir das erledigt. Kommt als nächstes ein Leerzeichen. Und dann der Pfad, den wir uns gerade angelegt haben, auf unserem lokalen Rechner. Also wird dieses entfernte Verzeichnis auf meinem NAS-Laufwerk, also nicht auf diesem Rechner, eingehängt in meinen lokalen Ordner Media NAS. Und da kann ich dann locker flockig drauf zugreifen. Ich brauche dann kein Passwort für das NAS-Laufwerk eingeben. Ich muss natürlich für sudo, fürs Einhängen, ja, hier auf meinem lokalen Rechner ein Passwort eingeben. Aber das könnte streng genommen jeder machen, ne? Jeder hat ja mehr oder weniger, wenn er ein Ubuntu frisch installiert, die User-ID 1001. Und wenn der dann den Benutzernamen The Rackrunner annimmt, könnte jeder prinzipiell drauf zugreifen, der sich in meinem lokalen Netzwerk befindet, sofern er dann auch noch die IP-Adresse hätte, ne, die IP-Adresse hätte, wie, wo habe ich es jetzt wieder hingepackt, dahin, wie ich, ne, wie ich, was ich da so angegeben habe, ne. Da ich jetzt mehrere IP-Adressen angegeben habe, weil ich meine IP-Adresse per DHCP beziehe, könnte auch jemand gleichzeitig drauf zugreifen, ne. In dem Fall ich zum Beispiel mit meinem Laptop oder mit dem nächsten PC. Ich habe hier gleich vier Freigaben gemacht, weil mein Router vergibt IP-Adressen per DHCP von 20 aufsteigend, ne? Also egal mit was ich mich einhänge oder mit mehreren PCs. 20 wäre dieser PC beispielsweise. Mein Laptop hätte meinetwegen die 21 und dann mache ich noch einen Rechner dran, der hätte die 22.
Und auf jedem Rechner habe ich den Benutzernamen TheRecRunner und auf jedem PC bin ich der User mit der ID 1001, standardmäßig. Dann könnte ich von jedem Rechner und gleichzeitig drauf zugreifen. Der Vorteil von der Nummer ist, das bindet sich eigentlich dann verdammt schön und nahtlos in mein Dateisystem ein. Hier bin ich jetzt zum Beispiel auf dem NAS-Laufwerk. Videos, ne? Und ich sehe auch eine Vorschau zum Beispiel. Ne? Das muss man sonst bei entfernten Servern separat aktivieren. Ne? Da muss man sagen, in den Einstellungen, Vorschau, hier steht nur lokale Dateien. Aber das ist eigentlich keine lokale Datei. Was ich da sehe, sind die Dateien auf dem entfernten Server. Also so entfernt ist er nicht. Ich könnte so mit 2 Schritten hinlaufen. Aber der könnte ja auch irgendwo in einer großen Firma, in einem Gebäude stehen, wo das Netzwerk auch noch hinreicht. Aber der Vorteil der Nummer ist, das Dateisystem bindet sich mehr oder weniger nahtlos hier schön ein. Ich sehe sofort eine Vorschau. Und das finde ich recht schmerzfrei dann zu benutzen. Ich muss dann nur einmal, habe mir direkt aufs NAS-Laufwerk auch die entsprechenden Einhänge-Dinger mal so als Textdatei hinterlegt, ne, damit ich mir das gegebenenfalls mal kopieren kann, auf einem anderen Rechner einrichten kann. Dann brauche ich immer nur beim Start des Rechners das eingeben oder halt mir einen Starter machen, dass ich direkt drauf zugreifen kann. Ne? Irgendein Starter zum Beispiel, sowas in der Art. Gut, finde ich recht pfiffig, das Ganze. Könnt ihr, wie gesagt, nachlesen alles. Vor- und Nachteile, sicherheitsmäßig kann man das Ganze noch besser absichern als nur über IP-Adresse, User-ID und Benutzernamen. Hat man aber ein recht sicheres internes Netzwerk und ist sich sicher, dass da kein anderer drin rumfuscht. Ja, könnt ja jetzt jeder probieren, alle Benutzernamen durchprobieren und alle User-IDs durchprobieren. Und wenn das dann nicht nochmal separat nach einer IP-Adresse guckt, dann könnte theoretisch da jeder, also da gibt es bestimmt gewisse Backtracker oder wie auch immer, die dann das ganze Netzwerk dann mal absuchen. Also würde ich dann nur verwenden für zum Beispiel privates Netzwerk hier im Moment. Oder halt dann hier nachlesen, hier ist dann auch detailliert beschrieben, was aber nicht ganz einfach ist, ne, ist nicht trivial, das Ganze dann nochmal mit einem zusätzlichen Server absichern, der dann die User-ID nicht einfach so zulässt. Gut, ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleiben mit freundlichen Grüßen und tschüss.